Die Maria sagt, wir spüren die ausgleichende Wirkung der Goldrute bei schweren Gefühlsbewegungen, als würde sie uns streicheln wie mit einer sanften Hand. Und sie betont auch nochmal explizit, dass sie schon alleine durch ihren Anblick etwas Wohltuendes hatte. Und das finde ich auch. Wir sollten dankbar sein, eine so trostbringende Pflanze in unserer Nähe zu wissen, sagt die Maria Treben. Und das allein ist Grund genug, sich die Goldrute mal genauer anzuschauen. Weswegen Maria Treben glaubt, es ist gut, die Goldrute in seiner Nähe zu haben, erzähle ich euch heute und wir schauen auch mal, wie meine Exemplare gerade so dastehen. Wie viele andere wichtige Pflanzen auch, steht die Goldrute bei uns an verschiedenen Stellen. Die war zum Teil schon da, hat sich auch selbst ausgesät. Und die lassen wir, da wo es möglich ist, auch stehen. Und diese Pflänzchen hier haben vor 2, 3 Tagen begonnen, so schön in ihre gelben Blüten zu gehen. Und seither ist hier auch absolut was los für die Insektenwelt. Ein Traum, die Goldrute. Hier daneben haben wir noch 3 einzelne Pflänzchen. Die sind noch nicht ganz in der Blüte. Das wird aber jetzt die nächsten Tage hier auch losgehen, dass die schön gelb leuchten. Hier hinten steht auch noch eine Ecke voller Goldrute. Das ist so ziemlich das mittlere Stadium zwischen den beiden, die wir gerade gesehen haben. Da sind die Blüten jetzt hier langsam am Aufgehen. Ja, das ist nicht nur eine schöne Bienenweide und etwas fürs Auge, sie duftet auch lecker. Die Goldrute fällt auch in freier Natur immer richtig gut auf. Also wenn ihr einen Platz habt, wo ihr schön sammeln könnt, nicht gerade an der Hauptstraße, oder wo irgendwas gespritzt wird, was wir nicht mit im Tee haben wollen, dann könnt ihr auch einfach die Goldrute als Wildkraut sammeln gehen. Und gerade in freier Wildbahn muss man natürlich darauf achten, nur vereinzelte Stängel zu entnehmen und genug übrig zu lassen, damit die Pflanzen da auch nicht ausgerottet werden und genug für die Insekten bleibt. Ja, hier ist richtig was los in der Goldrute. Die mögen die Insekten. Die werde ich jetzt noch einige Tage bei schönstem Sommerwetter hier Energie tanken lassen. Und dann kann man sich ein paar Stängel hier einfach rausschneiden und kopfüber mit zum Trocknen aufhängen. Die hänge ich dann einfach mit hier hin, auch zur Ringelblume, die vom letzten Mal hier schon trocknet. Hier sind jetzt auch noch mehr Blüten, die Tagetes. Vielleicht auch mal ein eigenes Video wert. Die Hauptanwendung der Goldrute ist über die Teezubereitung. Das heißt, frisch oder getrocknet können die Blüten von Juli bis in etwa Oktober einfach gesammelt werden und für einen Tee genutzt werden. Also man kann die trocknen oder eben jetzt auch direkt benutzen. Maria Treben empfiehlt einen gehäuften Teelöffel für einen 1/4 Liter Wasser. Bei frischen Kräutern würde ich jetzt einfach ein bisschen mehr nehmen. So in etwa? Ein bisschen kann noch, ha? Okay, und dann braucht es kochendes Wasser. Okay, ich glaube ganz 250 Milliliter passen hier gar nicht rein. Aber man kann ja auch ein bisschen länger oder kürzer jetzt ziehen lassen. Desto geschmacksintensiver wird der Tee dann auch. Das Ganze wird abgedeckt, damit die guten Inhaltsstoffe hier nicht mit dem Wasserdampf mit verschwinden. Und gerade habe ich auch im Küchenregal noch Vorrat vom letzten Jahr entdeckt. Das werden wir jetzt als erstes dann mit verbrauchen. Die kann man natürlich auch für eine Teemischung nehmen, wenn man gerade keine Beschwerden hat. Aber während mein Tee zieht, schauen wir mal, was Maria Treben so sagt, wann die Anwendung von Goldrute empfohlen ist. Ich beziehe mich wieder auf dieses Buch hier, genauso wie bei der Ringelblume. Das heißt, die Vorschläge, wie das hier so gemacht wird mit der Goldrute, das sind Tipps von Maria Treben als eine Stellvertreterin, eine von vielen kundigen Kräuterleuten. Maria Treben bezieht sich hier auf die heimische Goldrute. Die ihr bei mir gesehen habt, war die kanadische Goldrute, die heißt Solidago canadensis. Die können aber beide dasselbe. Also ihr könnt auch die kanadische Goldrute so verwenden, wie Maria Treben das in ihrem Buch auf Seite 29 empfiehlt. Mein Tee ist jetzt lange genug gezogen. Eine schöne Fuchstasse.
Mal danke an die Familie. Der sieht richtig schön gelbgrün aus, eher hellgrün, wiesengrün. Die groben Teile angle ich jetzt erstmal raus. Kann man auch noch durch ein Sieb geben, aber ich lasse das als Bodensatz dann einfach drin. Den lasse ich jetzt noch ein bisschen abkühlen. Ich habe es schon erwähnt, die Goldrute wird als Teezubereitung angewandt. Das heißt, frisch oder getrocknet mit heißem Wasser aufbrühen. Und wenn man tatsächlich was hat, was behandlungswürdig ist, dann gilt es dann eine Kur zu machen. Das heißt, mehrfach über den Tag verteilt sich da so eine Tasse Goldrutentee zu machen. Maria Treben empfiehlt dabei, 3 bis 4 Tassen am Tag über verteilt schluckweise heiß zu trinken. Maria Treben sagt, dass bei Darmerkrankungen und auch bei Darmblutung Goldrutentee richtig gut helfen kann. Und als das Heilmittel schlechthin ist Goldrute empfohlen bei Nierenerkrankungen. Auch bei Blasenleiden und allen anderen Nierenbeschwerden ist die Goldrute eines der Kräuter Nummer 1, weil sie kühlend wirkt und die Pflanze auch entwässert. Das heißt, die Sachen werden gut rausgespült. Und auch der Pfarrer Künzel hat die Goldrute unbedingt empfohlen, wenn es um Nierenerkrankungen und Nierenleiden ging. Auch in schweren Fällen, zum Teil gemischt mit anderen Heilkräutern aus der Natur, sind da richtig gute Ergebnisse erzielt worden, die Maria Treben auch in ihrem Buch in kurzer und kompakter Form, aber anschaulich schildert. Warum sollte die Goldrute aber nun eine trostbringende Pflanze sein, die wir gerne in unserer Nähe wissen wollen? Maria Treben sagt, dass alle seelischen Empfindungen des Menschen über die Niere abreagiert werden. Und deswegen ist besonders nach seelisch schwierigen Umständen, nach seelischen Schockzuständen, nach Verlusten, nach Enttäuschungen, nach seelischen Belastungen die Goldrute als Tee unbedingt empfohlen. Die Maria sagt, wir spüren die ausgleichende Wirkung der Goldrute bei schweren Gefühlsbewegungen, als würde sie uns streicheln wie mit einer sanften Hand. Und sie betont auch nochmal explizit, dass sie schon alleine durch ihren Anblick etwas Wohltuendes hat. Und das finde ich auch. Okay. Die Goldrute fällt ja richtig gut ins Auge, wenn man sie so am Wegesrand sieht oder an Böschungen oder an Waldrändern. Da kann man die natürlich zum Teil auch sammeln, wenn die Stelle dafür geeignet ist. Und wenn man da mal näher ranschaut, macht das so den Eindruck, als wären das ganz, ganz viele kleine goldgelbe Blütensterne. Ich genieße jetzt meinen Goldrutentee in aller Ruhe und ohne euch. Sorry. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne noch in die anderen Videos rein und freut euch aufs nächste Mal. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.